Ich habe hier eine riesenvolle Tüte mit aufgebrauchten Sachen und die packen wir jetzt mal zusammen aus. Los geht's. Ich hoffe, das raschelt hier nicht so. Ich greife auch einfach wieder ganz wild rein. Das sind jetzt wieder ein Monat, glaube ich, anderthalb Monate, die ich hier gesammelt habe. Und ja, fangen wir mal direkt an mit einem Waschpulver. Herzlich willkommen alle Neuen. Ihr kennt das bei mir wahrscheinlich noch nicht, an die ganzen, die mich schon länger schauen. Ich habe das euch schon 12.000 Mal gezeigt, aber so ist es halt, ne? Mein aufgebraucht, mein Müll. Also, dann habe ich einen richtig leckeren Tee leer gemacht. Das ist hier dieser Teekanne Chai Latte oder Chai und ich mache mir daraus immer einen Chai Latte. Ich koche mir den auf, lasse den nicht länger wie 2 Minuten ziehen und dann nehme ich immer meine schöne Hafermilch. Diese Barista Edition, mache mir da schön Milchschaum und mache mir das obendrauf sehr, sehr, sehr lecker. Gerade jetzt, wenn es ein bisschen kühler wird. Dann habe ich was leer gemacht, mit Entsetzen festgestellt, dass ich noch kein Backup im Schrank habe. Oh mein Gott, das ist von Dalton, das Sensitive Skin Gesichtswasser Tonic. Das ist ein so schönes Zeug, wenn ihr, bevor ihr eure Creme auftragt, finde ich ein Gesichtswasser wahnsinnig wichtig. Und ich benutze das nicht mit einem Wattepad und verschmier mir das dann da. Also, ich habe dann das Gefühl, da bleibt so viel im Wattepad. Ich gebe mir das tatsächlich in die Hand und dann großflächig wie so eine Erfrischung auf meine Haut. Und da drinne ist, glaube ich, so eine ganz milde Säure. Ist jetzt keine Fruchtsäure oder so. Ich gucke nochmal nach. Ich schreibe es euch hier unten, blende ich es ein. Aber da ist so ein ganz milder Stoff drin. Wenn ihr das regelmäßig macht, dann habt ihr eine wahnsinnig schöne, gepflegte, glowy Haut nach der Reinigung und das dann immer noch drauf. Also ich benutze das echt wie ein richtiges Pflegeprodukt und liebe dieses Tonic. Dann habe ich aufgebraucht von Isana ein Duschgel, dieses Don't Worry Beach Happy. Das ist ja so eine Limited Edition gewesen, fand ich sehr angenehm vom Duft her. Sehr schöne Sachen. Also diese Isana-Produkte, die kaufe ich echt regelmäßig bei Rossmann. Dann habe ich leer gemacht ein Wollwaschmittel und ich glaube, das habe ich im Action gekauft. Und zwar ist das so ein Bio, also 98% bioabbaubares Produkt. Und ich fand es sehr gut. Also ich habe es sehr gerne genommen, jetzt auch in meiner neuen Waschmaschine. Ja, es riecht sehr frisch, sehr angenehm. Es ist ein sehr, sehr schönes Zeug gewesen. Dann habe ich einen Weichspüler aufgebraucht, nämlich diesen Ecover. Habe ich euch jetzt auch schon ganz oft gezeigt und ich finde den wahnsinnig gut. Ich liebe diesen Bio-Weichspüler. Ich habe hier auch gleich noch eine Leiche drinne liegen, die zeige ich euch. Ach, der ist so gut. Also, das ist richtig schönes Zeug. Für die Wäsche wird wirklich weich und duftet. So, und hier kommen wir zu meiner Leiche. Ich bin echt sauer. Ja, über mich auch, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, dass ich viele Jahre dieses Zeug tatsächlich benutzt habe. Es riecht so gut. Und ich habe euch immer in meinen Videos Weichspüler gezeigt, aber ich kaufe keine klassischen Weichspüler mehr, wo Schlachtabfälle drin sind, weil das ist dann nicht mehr Paradise Collection, das ist einfach widerlich. Und ich habe ja jetzt eine neue Waschmaschine und da kommt, wenn dann nur dieser Ecover rein, ein paar Tropfen und sehr wenig. Ich gehe jetzt gerade sehr, sehr reduziert mit Weichspüler um. Ich habe noch den von Frosch, den ich richtig gut finde, aber ansonsten gar nicht mehr so. Also jetzt zum nächsten leckeren Produkt. Habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Mir tut es so leid für die, die hier schon viel gerne meine Videos länger schauen. Ja, aber es kommen ja irgendwie doch immer viele wieder dazu und deshalb, der ist richtig gut. Also falls ihr vielleicht, ich bin da in der Stillzeit drauf gekommen, weil man in der Stillzeit wollte ich jetzt nicht so hochdosiert starken Kaffee trinken, aber ich wollte so einen Kaffeegenuss am Morgen und seitdem trinke ich das jeden Morgen. So ein leckerer Cappuccino gibt es im Edeka. Der sieht jetzt anders aus. Die haben den jetzt so braun gemacht irgendwie, aber ist ein leckeres Zeug. Dann habe ich aufgebraucht meine Packung Eisen. Das war jetzt vom Rossmann. Finde ich sehr wichtig. Eisen ist ein wichtiges Thema. Also ich kann euch jetzt nicht so viel dazu erzählen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Möchte ich auch nicht. Ihr besprecht das bitte alles mit euren Ärzten. Aber ich finde Eisen so, so wichtig. Also gerade wir Frauen sollten darauf achten. Und sind so Tabletten, die schluckt man am Morgen. Und da habe ich nie Probleme gehabt. Also ich hatte weder Verstopfung noch das Gegenüber. Ich habe keine Bauchschmerzen, nichts. Ich vertrage die sehr gut. Ich nehme die immer so kurz vorm Frühstück. Dann hatte ich einen Cappuccino, den zeige ich euch jetzt noch. Der war, glaube ich, von Lidl oder Aldi und der war eben nicht so lecker wie der von Edeka. Ja, ich kann nichts dafür, ich weiß nicht warum, aber der Cappuccino von Edeka ist mein
bester. Dann habe ich hier drin eine Maske, die ich euch kurz noch zeige. Die ist auch von Dalton, habe ich euch aber auch schon gezeigt. Die ist mega krass. Das ist eine Hydrolift Biozellulose Mask und die durchfeuchtet eure Haut und das ist halt so richtig mit Hyaluron. Und ja, das ist so aus kurz- und langkettigem Hyaluron. Beschäftigt euch mal damit. Hyaluron kann man ja sehr viel lesen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich diese Maske immer genommen habe, dann ist meine Haut immer echt am nächsten Tag noch richtig schön getränkt. Und was ganz wichtig ist, hier drinnen, ich sage es jetzt nochmal, ist immer noch so ein Rest Glibber. Und diesen Glibber schmeißt ihr natürlich nicht weg, sondern den schüttet ihr euch dann immer beim nächsten Mal, wenn ihr euch gewaschen habt, nochmal schön als Gesichtswasser auf die Haut, weil das Hyaluron würde ich nicht einfach wegschmeißen wollen. Dann habe ich aufgebraucht meinen geliebten Schoko-Chai. Oh, der ist so gut, diese ayurvedische Gewürzteemischung. Gerade jetzt im Herbst, ne, wenn es jetzt wieder lang, also so Richtung Herbst, kälter wird, dann kocht euch mal wieder einen schönen Tee und ich mache da immer noch einen Schuss Hafermilch rein und finde es sehr gut. Dann habe ich aufgebraucht diese Garnier Hydra Bomb Augentuchmaske. Die finde ich auch sehr gut. Die habe ich noch in so einer orangenen Verpackung. Die ist auch mit Hyaluronsäure und die finde ich sehr gut. Also ab und zu nehme ich die jetzt nicht ständig, aber manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ach, heute brauche ich sie, dann nehme ich die mal. Dann hier ja auch wieder, oh Gott, ich glaube, ihr kennt alles, ne? Naja, nicht alles, aber vieles kennt ihr. Mein geliebtes Garnier. Und wo mache ich es hin? Richtig, auf den Rücken. Also ich mache es nicht ins Gesicht. Ne? Für die, die mich jetzt schon länger kennen, ihr wisst das, ich benutze das tatsächlich so für meinen Rücken, wenn man da manchmal so hormonelle Unreinheiten hat. Das ist dieses mit Salicylsäure und Zink. Och, dann habe ich was leer gemacht. Das war so gut von Rituals. Dieses The Ritual of Hammam. Oh, das ist einfach für mich ein mega Duft, gerade jetzt im Herbst. Oh, so gut. Das ist so richtig, das riecht tatsächlich wie in so einem Hammam. So nach Gewürzen und ganz, ganz toller Duft. Richtig hochwertiger, toller Duft. Achso, und das war ein Duschschaum, ne? Für die, die es jetzt noch nicht kennen. Das kann man, glaube ich, auch online bestellen. Ich glaube, das gibt es auch bei Douglas. Ihr könnt direkt so in diese Rituals-Geschäfte gehen. Und das ist einfach, ja, mega schönes Zeug. Dann habe ich hier meine geliebte Shiseido Augencreme. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Aufgebrauch drin hatte. Vielleicht habe ich die dann schon leer gehabt und habe dann noch was rausgekratzt. Also auf jeden Fall hatte ich sie jetzt noch. Die ist jetzt leer. Und das ist tatsächlich meine liebste Augencreme. Ich hatte jetzt mal zwischendurch eine andere, auch von Shiseido. Und da war ich nicht so begeistert, ganz ehrlich. Es muss diese spezielle sein. Es gibt von Shiseido verschiedene Augencremes und es muss die sein, mit dieser Form. Ich habe die euch auch mal verlinkt und ich glaube, bei Douglas war sie jetzt wieder längere Zeit auch ausverkauft. Aber das ist wirklich die tollste Augencreme im Universum für mich. Ne? Also ich nehme die jetzt seit 10 Jahren ungefähr und ich bin wirklich süchtig danach und habe sie jetzt wieder im Schrank und bin ganz froh. Dann habe ich aufgebraucht von Max Factor. Tatsächlich brauche ich die Dinge auf, aber jetzt im Moment nehme ich den gar nicht mehr. Das ist dieser Pastel Compact Blush Alluring Rose. Den habe ich im Sommer sehr gerne genommen. Der hat so ein bisschen Glitzer drin und der hat halt so einen wärmeren Ton. Also das ist was, wenn ihr ein bisschen gebräunt seid. Aber jetzt, ich glaube, ihr seht das auch, nehme ich im Moment nur meinen geliebten Lavera Blush. Der ist so, so schön. Habe ich euch auch im Lavera-Video schon gezeigt. Und das ist einfach, ich mag jetzt wieder so gern so diese, na irgendwie sieht das na kühler aus. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. So, dann zeige ich euch noch die Verpackung, bevor ich sie jetzt wegwerfe. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das ist dieses Green Door, meine Deo-Creme. Und tatsächlich, ich finde die hammermäßig. Ich habe die jetzt seit Wochen im Einsatz und ich rieche nicht mehr nach Schweiß. Es ist total abgefahren. Es war die Lösung meines Problems. Es hat bei mir eine Woche gedauert, bis es so richtig funktioniert hat. Und seitdem ist es perfekt. Und ich habe so geschwitzt, also wirklich mit Fahrrad. Es war teilweise noch über 30 Grad warm. Und ich habe mich getraut. Ich habe gedacht, nee, du machst jetzt kein... Und ich nehme auch kein Deo mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch drin noch Deo habe, was ich mit dem ganzen Deo jetzt machen soll. Aber ich werde es als Körperspray oder so benutzen. Aber das ist wirklich eine Empfehlung für euch. Ihr habt mir noch andere Marken geschrieben. Ich glaube, Ben und Anna oder so gibt es da. Das kenne ich noch nicht. Aber ich habe ja jetzt diese Packung und die wird wahrscheinlich noch Monate halten. Und dann weiß ich nicht, ob ich experimentieren werde oder einfach bei der bleibe, weil ich echt happy bin. So, hier haben wir noch eine Maske von Dalton. Und zwar ist es diese Oxygen Bubble Mask.
Das ist tatsächlich eine Maske, die ist nicht wie die andere mit dem Hyaluron, die so wirklich so einfach eure Haut schön so durchfeuchtet, sondern das ist eine, die hat so eine ganz leichte Enzym, wie so ein leichtes Enzympeeling drin oder nee, eine ganz sanfte Fruchtsäure ist da drin. Ne? Und da merke ich auch tatsächlich, wenn ich die benutzt habe, dann nehme ich auch in der Woche keine andere Fruchtsäure oder auch kein Enzympeeling. Und das ist aber eine wundervolle Maske, gerade jetzt, wenn ihr im Herbst so eure Haut, vielleicht wart ihr im Sommer und im Sommerurlaub und habt noch so eine gebräunte Haut und dann fühlt sich die Haut manchmal nicht so schön an, auch so am Dekolleté. Und da kann man so richtig schön die Haut reinigen, ne? Oder ja, nicht reinigen, das ist ein ganz spezielles Gefühl, wie ich finde. Ich merke auch immer, wenn ich die jetzt benutze und auch meine Fruchtsäure, dass ich dann tatsächlich an der Stelle, wo mein Zopf ist, wird die Haut empfindlicher. Aber da kann man jetzt sagen, ach wie, das, also ich habe dann das Gefühl, dass ich immer hier so ein bisschen so, dass es so ein bisschen juckt. Ist Quatsch, ich habe da keine Reaktion drauf. Aber ich spüre tatsächlich, dass diese Fruchtsäure oder dieses Enzympeeling mit meiner Haut was macht. Und an bestimmten Stellen wird sie empfindlicher und dann nehme ich sie dann weniger und creme die dann richtig gut ein. Also ich habe da jetzt keine Reaktion, ihr seht ja, da ist nichts rot oder so. Aber ich spüre tatsächlich, dass was passiert. Und ich bin ja so ein Verfechter von, wenn man Medikamente auch zum Beispiel einnimmt, so als Beispiel, finde ich auch Nebenwirkungen gar nicht so schlecht, weil dann weiß ich, es passiert da was in meinem Körper. So, aber anderes Thema, was rede ich schon wieder? Was ich euch unbedingt mal zeigen wollte, das ist meine geliebte Hafermilch. Die kaufe ich immer bei Edeka, die gibt es bei Rewe, die gibt es, glaube ich, echt überall. Und zwar sieht die so aus. Und das ist jetzt mit Kakao. Und das ist auch so gut. Und da wollte ich euch kurz einen Tipp geben. Ich trinke ja immer meine goldene Milch. Ne? Und einmal war meine Hafermilch leer und dann habe ich das mit der Kakao-Hafermilch gemacht. Und das war so lecker. Meine goldene Milch mit diesem Kakao. Also falls es euch vielleicht schwerfällt, dieses Kurkuma so zu trinken, dann kann man das auch damit machen. Ne? Das hilft vielleicht, dann ist es süß und man kann es besser trinken. Ich muss aber auch sagen, diese goldene Milch, ich bin keine, die das jetzt so exzessiv täglich durchzieht. Also ich habe es jetzt auch ein paar Tage mal nicht getrunken und dann trinke ich es wieder, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich brauche so ein bisschen Kraft, ich brauche irgendwas, was mir gut tut und dann nehme ich das wieder. Ich bin jetzt nicht so diejenige, ich weiß, es gibt da ja bei Instagram und auch bei YouTube viele Blogger, die euch da erzählen, dass sie das täglich so als Glas in sich reinschütten. Das mache ich nicht. Was ich aber super lecker finde und gerne in mich täglich reinschütte, ist dieser Saft, dieser Kokos-Ananas. Ich dachte mir, den zeige ich euch jetzt einfach mal kurz, wenn ihr vielleicht auch mal so einen leckeren Saft sucht. Den kann ich immer sehr gut trinken und manchmal mische ich mir den auch einfach mit Sprudel, mit so einem Mineralwasser. Finde ich sehr, sehr gut. Und der muss immer aus dem Kühlschrank kommen. Ah, sind wir doch beim Thema. Hier ist sie, meine goldene Milchmischung von Sonnentor. Das ist die nämlich, die ich dann am liebsten nehme. Und die beiden Sachen in Kombination sind wahnsinnig gut. Und ich habe euch dazu ja schon ein Video abgedreht über diese goldene Milchmischung. Das finde ich sehr angenehm, gerade jetzt im Herbst, wo man vielleicht so ein bisschen auf sich achtet. In diesen Übergang-Jahreszeiten finde ich das immer ganz gut und ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeug. Das kostete jetzt 5 Euro. Ich weiß aber, online bekommt ihr das günstiger. Ich habe euch das auch mal irgendwann verlinkt in meinem Video. Und das gibt es günstiger, wenn ihr es online bestellt. Auch in größeren Mengen in so einer Metalldose habe ich nämlich jetzt alles gekauft. Und dann habe ich leer gemacht. Oh, das ist jetzt was sehr Spezielles. Das riecht wahnsinnig gut. Das ist dieses Potion Bubblegum enzymfreies. Wirklich ein ganz tolles Waschmittel. Das ist aber auch teurer und ich habe das tatsächlich damals gehabt für die Stoffwindeln meiner Kleinen. Wenn ihr aber jetzt komplett von diesem herkömmlichen Waschmittel weg wollt und auch im Waschmittelbereich komplett umsteigen wollt, dann ist das so gut, weil die Wäsche, die duftet, aber ihr müsst darauf achten, dass es das Bubblegum ist. Oh, ich überlege mir das tatsächlich nur für den Duft nochmal zu kaufen, weil es einfach so gut riecht und es ist, wie gesagt, enzymfrei. Das ist ganz, ganz toll, wenn ihr jetzt so Bio-Wäsche, ihr habt vielleicht ein schönes Seide oder Leinen oder Wolle oder Kaschmir, da ist das perfektes Waschmittel. Dann habe ich aufgebraucht, die sind sehr gut, von Lenore, das Wäscheparfüm, Goldene Orchidee, ja, könnte ich mich reinlegen, habe ich euch schon so oft gezeigt. Das riecht, oh, es riecht so gut, das ist für mich eine Mischung aus guter Seife und Parfüm und auch ein super schöner Duft. Jetzt habe ich hier so ein paar viele kleine Tütchen, die zeige ich euch. Und zwar habe ich einmal aufgebraucht als Beispiel. Das ist das Enzympeeling von Dalton.
Das ist der SHIT. Wirklich, das ist so, so gutes Zeug. Also gerade jetzt im Herbst, wenn ihr mal so eine schöne Kur machen wollt und die Haut wirklich verändern wollt. Ich sage immer wirklich. Warum sage ich das? Mir fehlt da noch ein anderes Wort für, um es irgendwie deutlicher zu machen. Aber das ist richtig, richtig gut. Und ich habe es vorhin schon mal erzählt, man spürt tatsächlich, also ich spüre, wenn ich das benutze, ich nehme das ja immer Hals, Dekolleté und auch ein bisschen Rücken. Hier so oben komplett möchte ich immer schön sein und ja, ich möchte am ganzen Körper schön sein, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist eine Wahnsinnskur. Also falls ihr euch für sowas interessiert, Fruchtsäure, Enzympeeling, das ist ein Pulver, was man in die Hand gibt. Ich glaube, ich mache da nochmal ein Video zu, weil die suchte ich tatsächlich. Was ich aber auch suchte und euch auch hier gleich nochmal zeigen kann, sind diese Schäbensmasken, Augen- und Lippenmaske. Die habe ich euch aber auch schon gezeigt. Ja, benutze ich halt total gerne. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Enzympeeling gemacht habt und dann macht ihr richtig schön das Hyaluronserum von Dalton dick ans Auge und dann richtig dick als Maske von diesen Tütchen unters Auge geben und dann geht ihr ins Bett. Wenn ihr am nächsten Tag aufwacht, ja, dann habt ihr da eine schöne, glatte, gepflegte Haut. So, was ich auch hier nochmal kurz zeige, das ist diese orange Packung, von der ich vorhin geredet habe. Diese Garnier Hydra Bomb Tuchmaske. Die ist jetzt auch wieder mit Hyaluronsäure und Orangenextrakt. Dann, ja, das ist jetzt dann schon mal wieder eine Stufe was anderes. Das kann man jetzt auch mit diesen Garnier-Dingern definitiv nicht vergleichen. Das sind diese Eye-Patches, Augenpads von Dalton. Die sind krass. Das ist so ein richtiges, so wie so gummiert. Das legt sich, also bei diesen Garnier-Dingern habt ihr wie so eine Art Papierfolie, die ist fester. Und bei diesen Dalton-Augenpads, das ist so ein richtiges weiches Zeug. Also das legt sich wie so ein, kennt ihr das, wenn ihr mal ein Pflaster auf der Haut hattet, so ein vom Arzt, was so ganz weich ist, was sich eigentlich wie eure Haut anfühlt. Und so ist das. Und das entsteht dann unter der Haut so ein Vakuum, dass wenn man das dann abmacht, dann habe ich immer eine schöne Augen, also richtig schön gepflegte Augen. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Das ist wirklich Luxus und und dann habe ich hier noch eine Zahnseide leer gemacht. Ich zeige sie euch, weil ich das die beste Zahnseide überhaupt finde. Die ist nämlich mit Kokosöl. Die gibt es bei DM. Und ihr müsst halt drauf aufpassen, dass da steht Dontodent Kokosöl Zahnseide gewachst. Und ich finde, damit kann ich ganz anders meine Zähne reinigen als mit normaler Zahnseide. Ich kann es nicht erklären. Dann habe ich aufgebraucht und es war auch sehr, sehr, sehr gut vom Duft dieses Ariel mit der Frische von Febreze, weil ich ja wie gesagt immer auf der Suche bin nach guten Düften jetzt, seit ich keinen Weichspüler mehr benutze. Und da ist das auch ein sehr, sehr schöner Duft. Eure Wäsche wird richtig schön aus der Maschine kommen. Dann habe ich aufgebraucht von Dalton. Das ist auch wirklich eine Luxus-Ampullenkur gewesen. Das war ja im Sommer so ein Angebot, hatte ich euch auch gezeigt. Das ist mit Kaviar Deluxe und ich benutze das dann tatsächlich so richtig schön als Gesichtswasser. Also ich gebe mir das auch ganz grob überall hin. Also es gibt Frauen, die brechen sich die Ampulle durch und sind dann eher sparsam, dass ihr die zweimal benutzt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich auch immer nicht weiß, wie sich das Zeug dann so hält. Gerade jetzt im Sommer habe ich es mir immer voll alles aufgegeben. Ich fand den Duft hammermäßig und auch die Pflegewirkung. Und wenn ihr dann danach eure Creme aufgebt, euer Gesichtsprodukt, was ihr vielleicht benutzt, dann zieht das da rein. Und ich finde mit diesen Ampullen, wenn man das als Kur mal wirklich macht, ich würde sowas ja immer vorschlagen, jetzt so im Herbst, kann man ja immer machen, aber wirklich konsequent dann jeden Abend einmal eine Kur, finde ich mega gut. Dann habe ich hier aufgebraucht so ein paar Schminksachen und zwar einmal hier von Catrice, diesen Matastic. Das ist ja meine und damit sette ich immer meinen Lidschatten, meine Grundierung, habe ich euch auch schon oft gezeigt, ne? Also das ist so, was für mich ganz gut ist, was für mich richtig gut funktioniert. Also was ich aufgebraucht habe, jetzt ist ein schwieriges Thema, ist der Maybelline Summer Pink 148 und ich habe tatsächlich noch zwei von den Dingen im Schrank stehen, aber ich benutze die nicht mehr. Ich benutze sie nicht mehr, weil irgendwann hat mir mal jemand unter das Video geschrieben, dass die Dinger krebserregend wären. Und da habe ich erst gedacht, ja, kannst du machen, ja. Und dann hat mir das nochmal jemand geschrieben. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen und ich glaube, das war irgendeine Stiftung Warentest, Ökotest, keine Ahnung.
Und das ist wirklich der, der am schlechtesten abgeschlossen hat. Und klar, ich habe eine Freundin, die meinte, du isst ja die Dinger nicht, ne? Logisch. Und die Dosis macht ja das Gift. Aber ich habe sie schon sehr benutzt. Also ich habe den wirklich täglich benutzt und ihr seht ja, er ist leer. Also ich mache im Jahr davon 3 bestimmt leer. Und wenn das krebserregend ist, nö. Das muss nicht sein. Es gibt andere schöne Produkte. Heute zum Beispiel habe ich wieder von Lavera was drauf und ich bin darüber sehr, sehr happy. Welchen ich aber immer wieder nachkaufe, hier Manhattan 45M, erzähle ich jetzt auch nichts mehr, weil ich den immer wieder nehme und der ist halt leer. Die verbrauche ich tatsächlich. Ein richtig, richtig, für mich der tollste Kajal aller Zeiten. Oh Gott, und ich kann euch jetzt nicht mal genau sagen. Das ist so ein Kohlkajal von Manhattan. Ich glaube in der Farbe 51D oder so. Ich schreibe die euch jetzt ins Video. Ich habe sie nicht im Kopf. Irgendwie eine Nummer. Und das ist mein Kohlkajal für die innere Wasserlinie. Finde ich so wichtig. Ich nehme keinen anderen mehr. Dann habe ich aufgebraucht. Hier mein Duft. Habe ich euch auch schon gezeigt. Ihr kennt irgendwie alles, ne? Aber ja, es bin halt ich, genau. Also mein Duftspray, Erfrischungsspray vom Action, was ich liebe, 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 liebe. Dann hier von Butnicare. Diese Cremedusche war auch sehr, sehr gut. Die war mit Buttermilch und Limone. Oh, das war ein richtiger, das war was Schönes so im Sommer. Also das habe ich mir auch, glaube ich, im Frühling gekauft und habe ich richtig gerne genommen. Und dann hier ein richtig tolles Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr noch in den Urlaub fahrt. Manche fliegen ja jetzt erst. Das ist eine After Sun Body Lotion und die war für mich also so, also ich hatte ja letztes Jahr immer die von Lancaster, die habe ich jetzt gar nicht mehr benutzt, nur noch die, weil ich den Duft mehr mag, weil sie einfach richtig schön eingezogen ist, weil sie meine Haut gekühlt hat, gepflegt hat. Das war gerade, wenn es warm war, ein wundervolles Zeug. Genau, diese Body Lotion von Dalton. Dann habe ich noch aufgebraucht vom Action ein Spülmittel mit Orange und Jasmin. Ja, sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich hier noch 2 Sachen, die wollte ich euch noch zeigen, bevor ich sie jetzt weg in den Müll gebe. Und zwar ist das einmal der Dufthüttenzauber. Das ist der hier, dieser Stecker. Das ist ja dieses System, das haben wir im Bad stecken und ich finde es so gut. Blutorange, Winterpunsch, Kaminfeuer. Finde ich mega gut. Ja. Und was ich auch super toll finde und im Moment duftet mein Flur, also mein Eingangsbereich danach, habe ich euch ja schon gezeigt im Video, das sind diese Ipuro Duftträume Cotton Fields und die finde ich so gut, wirklich so gut. Es ist ein wahnsinnig schöner, weicher, sinnlicher Duft. Oh mein Gott, war das viel, wir sind endlich durch. Oh, ich habe glaube ich sehr viel geredet, ne? Naja, jedenfalls freue ich mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. In meinem nächsten Video zeige ich euch Favoriten. Ja, es gibt da super schöne Sachen, die ich euch unbedingt zeigen muss. Und ja, falls ihr das also nicht verpassen wollt, könnt ihr mich ja gern kostenfrei abonnieren. Wisst ihr ja, dann verpasst ihr hier nämlich gar nichts mehr. Ihr könnt die kleine Glocke aktivieren, dann werden euch immer alle meine Videos angezeigt. Hoffe ich. Und bei Instagram bin ich aktiv, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, würde ich mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch einen schönen Spätsommer, einen schönen Frühherbst und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.